Abschluss kommt noch die Zusammenfassung der Neuigkeiten aus dem St. Galler Meeting, das ja vor 2 Monaten in Wien stattgefunden hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Christoph Tausch hat mich gebeten, ein paar Highlights aus Wien zusammenzufassen. In Wien fand dieses Jahr das 14. St. Gallen-Konsensus-Meeting statt, eben zum ersten Mal nicht mehr in St. Gallen, sondern in Wien. Eine Fortbildung, die sich mit der primären Therapie des frühen Mammakarzinoms auseinandersetzt. Und neben Fachvorträgen ist sicher der interessanteste Aspekt diese Konsensus-Session, jeweils am Samstagvormittag, in dem einem Panel von internationalen Experten, dieses Jahr waren es 46, von verschiedenen Fachrichtungen Fragen, vor allem über kontroverse Themata im Bereich der Mammakarzinomtherapie gestellt werden. Und die Idee dahinter ist, dass man so wie Richtlinien erstellt, die dann für die nächsten 2 Jahre wieder Gültigkeit haben sollten. Ich habe versucht, aus verschiedenen Fachrichtungen einfach einen Teil herauszupicken. Die Chirurgie, wir haben es heute schon mal gehört, ein Dauerthema sind immer die tumorfreien Ränder. Monica Morrow hat ihr Resultat begonnen mit Surgical Management of Early Breast Cancer 2015. Wir alle wissen, dass die Chirurgie in den letzten Jahren immer weniger ausgedehnt geworden ist bei der Mammakarzinombehandlung. Vor allem auch, weil wir gelernt haben, dass die Tumorkontrolle eben nicht nur von der ausgiebigen Chirurgie, sondern vor allem auch von Tumorcharakteristika und von unseren Therapien abhängen. Und wer Monica Morrow kennt, der weiß schon lange, ihr Statement seit Jahren, dass sie sagt, R0, Tumor not on ink, ist ausreichend. Wie sieht nun das Panel das? Die Frage war, welches ist der minimal akzeptable chirurgische Rand, brusterhaltend operiert und nachbestrahlt, und 91% des Panels teilen diese Meinung, Tumor not on ink. 8% hätten gerne ein bisschen mehr, 1 bis 2 mm, noch mehr war nie ein Thema. Und dann kam aber auch die Frage, gibt es Situationen, wo mehr gewünscht wäre? Also ist der R0 abhängig von der Tumorbiologie? Nein. Von der jungen Patientin unter 40? Nein. Sollte er größer sein beim lobulären Karzinom? Nein. Nach neoadjuvanter Chemotherapie meinen immerhin 8% ein bisschen mehr als Tumor not on ink wäre noch gut. Und bei einer ausgedehnten extensiven intraduktalen Komponente würden das 20% begrüßen. Und was für mich jetzt die interessanteste Aussage war, das war diese Frage: Soll der Rand beim reinen DCIS größer sein als beim invasiven Karzinom? Und da haben 80% gesagt, nein. Und das würde heißen, auch beim DCIS wäre der korrekte Rand Tumor not on ink. Was ja doch ein relativ großer Paradigmenwechsel wäre zu dem, was wir bis jetzt immer postuliert und gemacht haben. Wir werden sehen. Die Frage war dann auch, wie sieht es bei multifokalen oder multizentrischen Tumoren aus? Können die brusterhaltend operiert werden, wenn eine R0-Resektion möglich ist? Und da meinen etwa 3/4 in beiden Fällen des Panels ja. Beim radio-onkologischen Thema kann ich gut bei Günter Gruber anknüpfen. Wir haben diese Z11-Studie bereits einmal gehört heute, dass bei positivem Sentinel und geplanter Radiotherapie bei brusterhaltender Operation, wenn die Z11-Kriterien erfüllt sind, keine Axilladissektion mehr nötig ist. Und die große Frage ist eben immer, wie sieht das in der Mastektomie-Situation aus? Und die Frage ans Panel war, was machen wir? Mastektomie, 1 bis 2 Sentinel mit Makrometastasen. Kann man auf die Axilladissektion verzichten? Und 100% sagen ganz klar nein, wenn keine Radiotherapie geplant ist. Und wenn eine Radiotherapie geplant ist, ist es eine 50-50-Antwort gewesen. Und umgekehrt, soll eine Postmastektomie-Radiotherapie Standard sein für Patientinnen mit einem positiven Sentinel, die nicht axilladissiziert werden? Und hier meinten 70% ja, 17% nein, und immer das, was zu 100 fehlt, das sind diejenigen, die sich der Stimme enthalten haben. Und von der
medikamentösen Therapie her. Eine Frage, die auch mich und vielleicht viele andere in der Praxis interessiert, wie lange soll man denn heute eigentlich eine endokrine Therapie durchführen? Wir wissen, dass vor allem die östrogenrezeptorpositiven Tumoren über lange Jahre rezidivieren können. Und wir nehmen an, dass mit einer verlängerten adjuvanten antihormonellen Therapie das Rückfallrisiko gesenkt werden kann, aber um den Preis der Nebenwirkungen. Und wir wären eigentlich froh, wenn es irgendein Tool gäbe, das uns hier bei der Entscheidung etwas helfen würde. Das Referat für die postmenopausale Patientin hat Dr. Burstein aus den USA gehalten. Sind einfache Facts, die Maßnahmen bei der postmenopausalen Patientin, Tamoxifen oder Aromatasehemmer mit unterschiedlichem Nebenwirkungsprofil mit 5 bis 10 Jahren Dauer. Und seine Aussage war eigentlich in seinem Referat klar: Wir haben keine Daten für eine Aromatasehemmertherapie länger als 5 Jahre, weder bezüglich Sicherheit noch Wirksamkeit. Und wir haben keine Marker, die uns eine Aussage über das Spätrezidiv liefern würden. Und so hat das beim Panel ausgesehen. Sie wurden gefragt über die Dauer der endokrinen Therapie, zuerst bei der prämenopausalen Patientin. Nach 5 Jahren Tamoxifen soll ein Weiterführen der Therapie, wie geartet auch immer das aussehen mag, empfohlen werden. Bei nodalpositiven Patientinnen sagen alle im Panel ja. Bei nodalnegativen würden 3/4 keine längere Therapie machen. Und bei hohem Aggressivitätsgrad, also G3-Karzinome oder ein hohes Ki67, würden wiederum 3/4 die Therapie über diese 5 Jahre verlängern. Postmenopausal sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Nodal positiv 95% länger, nodal negativ 80,5% nein. Höherer Aggressivitätsgrad 76,7% ja. Und bei Patientinnen, die unter der Therapie von prämenopausal nach postmenopausal als älter geworden sind, geswitcht sind, würden 2/3 die Therapie über diese 5 Jahre verlängern. Prognosefaktoren, wir haben es heute schon mal gehört, kennen ein bisschen diese Multigensignaturen, bekannt bei uns vor allem vielleicht Oncotype und Endopredikt, allenfalls noch Mammaprint. Die Frage war ans Panel, liefern Sie eine prognostische Aussage über das Frührezidiv? Sie sehen es, die Zahlen sind eigentlich nicht schlecht. Oncotype meinen das immerhin 83%, Mammaprint 89%, beim Endopredikt 70,3%. Wenn wir aber über das späte Rezidiv nach 5 Jahren, wenn die Frage gestellt wurde, sieht es dann schon sehr viel schlechter aus. Da gehen die Daten eigentlich außer bei diesem PEM-Test, der bei uns wenig verbreitet ist, unter 50%. Also hilft nicht wirklich weiter. Die Frage war dann auch, wie sieht es mit der Dauer der endokrinen Therapie aus? Die klassische Switch-Situation, beginnt mit Tamoxifen, dann Wechsel auf einen Aromatasehemmer. Was soll man tun nach 5 Jahren? Und Sie sehen es, es schwankt sehr, Sie können fast alles machen und Sie finden irgendwelche Befürworter für dieses Vorgehen. Und die Aussage der Leitung dieses Panels war dann eigentlich, das muss geklärt werden. Und die Frage, die immer mehr ins Zentrum rückt, was machen wir mit den Patientinnen, die einen Aromatase erhalten haben, von Beginn weg, nach 5 Jahren, soll man die auf Tamoxifen wechseln, würden immerhin 27% machen. Soll man noch einmal für 3 bis 5 Jahre einen Aromatasehemmer geben, das würden 37,8% machen. 29,7% würden aufhören und 5% haben keine Meinung. Und auch da ist die Aussage der Leitung, we do not, und vielleicht in Klammer, yet no. Also über die Länge, die Dauer der endokrinen Therapie ist die Diskussion sehr kontrovers und wir werden das wahrscheinlich weiterhin ein bisschen aus dem Bauchgefühl her auch in Zukunft betreiben. Und abschließen möchte ich etwas, was wir alle eigentlich wissen, was eigentlich nicht direkt medizinisch ist. Wir wissen, dass Diät und körperliche Aktivität das Rückfallrisiko beim Mammakarzinom beeinflussen können. Und ich möchte hier vor allem ein bisschen die letzten beiden Punkte anschauen. Die Frage war, soll körperliche, also Gymnastik, be part of standard care? Sagen immerhin 3/4 Jahr.
und soll Gewichtsabnahme oder mindestens eine Verhinderung der Gewichtszunahme empfohlen werden, sagen 87,5% ja. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass auch im Panel nicht diese Daten in Tat und Wahrheit das in der tagtäglichen Arbeit so handhaben werden. Vielen Dank.